Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Mod-Review. Heute zeige ich euch den Random Creeper Armor Mod. Damit könnt ihr euch in einen Creeper verwandeln und genauso explodieren wie ein Creeper. So sieht die Rüstung aus. Und dann zeige ich euch auch mal, wie man die craftet. Dafür braucht ihr Gunpowder. Und craftet das ganz normal. Das craftet ihr ganz normal wie auch halt eine andere Rüstung. Was ich noch sagen muss, also der ist einfach ganz einfach zu installieren, so wie alle Mods wie Too Many Items und so einfach, also nicht wie alle, aber wie die meisten Mods. Ihr zieht die, ihr öffnet das mit Winrar, zieht die Dateien in die Jar und also in die Minecraft Jar und schon ist er installiert. Ihr braucht den Modloader für den Mod und ja, das war's dann auch schon. Das ist dann jetzt hier. Das Gunpowder, das braucht ihr jetzt, um zu explodieren. Also ihr klickt einfach in die Luft zum Beispiel und schon explodiert ihr. Und das Gute ist, ihr verliert echt gar keinen Schaden. Und diese Armor-Rüstung, Creeper-Rüstung gibt auch noch ein bisschen Schutz, 3,5 Balken. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin etwas. Und wenn ihr auf den Block klickt, explodiert ihr auch. Und ihr kriegt echt alle Ressourcen und ihr stirbt halt nicht davon. Nicht bei diesem You Creeper Bro, da explodiert ihr ja direkt, wenn ihr an einem kommt und stirbt auch. Ja, und dann, das war's dann auch schon mit dem Mod Review vom Random Creeper Armor Mod. Den Mod, also die Beschreibung, den Link für Mod Loader und für den Random Creeper Armor Mod werde ich in die Beschreibung packen. Und ja, dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mod Review und dann tschüss.